So, letzte Woche habe ich mich ja aus Uganda gemeldet, jetzt aus Prag in einem der Lager, die wir hier angemietet haben. Und ich habe jetzt hier unseren Transporter vollgeladen mit Hilfsgütern für die Ukraine, jetzt gerade abgeladen. Und wir haben jetzt aber hier in dem Lager noch 150 Paletten stehen. Das sind ungefähr nochmal 3 LKW-Ladungen, die dann jetzt zusammen mit unseren Sachen, die wir jetzt hier gerade angeliefert haben, in die Ukraine gefahren werden. Und dann aber ganz speziell in das Gebiet, wo vor einiger Zeit dieser Staudamm beschossen wurde und dann ja auch gebrochen ist und viele Menschen dann in große Not gebracht haben. Wir überlegen gerade hier, Daniel und ich, Daniel ist unser Mann hier in Prag, gleichzeitig Pastor von ICF in Prag, dass wir ein Lager in Odessa aufmachen. Aber das ist noch so ein bisschen in der Schwebe, darüber denken wir noch nach. Vielen Dank für Ihre Hilfe bis dahin und schönes Wochenende.